Rennen macht das, weil die Nachhaltigkeit bei denen sehr wichtig ist. Und als zweitgrößter Weinhändler in der Schweiz können wir da wirklich einen Impact erzielen. Und durch das können wir zusammen mit unseren Produzenten für unsere Kunden nachhaltigere Weine in diesem Land fördern. Und das in allen Weinbauregionen der Schweiz. Die Zusammenarbeit ist entstanden aus einer Partnerschaft, die dann mit WWF eingegangen ist. Das ist eine Zusatzpartnerschaft zum Wein, weil Wein bei uns eine sehr wichtige Warengruppe ist. Wir haben sich dort zum Ziel gesetzt, ein Programm auf die Füße zu stellen für den Schweizer Rebbau, etwas, das über alle Regionen hinweg gelten soll, und haben dort nach einem passenden Partner gesucht, mit dem wir das entwickeln können. Da ist die Wahl auf die IP Suisse gefallen, weil wir da schon eine langjährige Partnerschaft haben und sie das Know-how auch haben mit Punktesystem. Und zusammen mit der Vogelwarter Sempach haben wir dann das Programm entwickelt, mit Fokus auf Biodiversität und Pflanzenschutzmittel. Also ist es ein Programm, wo man gewisse Kriterien als Muss-Kriterien definiert hat, wo man sagt, und das ist etwas, das wir von allen einfordern. Das ist auch allen zumutbar, obwohl sie vielleicht unterschiedliche klimatische Voraussetzungen haben, wie im Tessin und im Wallis. Und dann haben wir einen weiteren Katalog mit zusätzlichen Massnahmen, wovon man vier muss erfüllen muss, um eben dieser regionalen Spezifikation auch Rechnung zu tragen. Und wenn man die vier auch noch erfüllt hat, dann erreicht man die Mindestanforderung von 16 Punkten und ist dann IP Suisse zertifiziert. Die Herausforderung ist wahrscheinlich primär mal ein Umdenken zuerst. Also wir müssen von einem herkömmlichen, traditionellen Modell in ein neues Modell hineinkommen. Man muss dort ein bisschen mehr im Einklang mit der Natur das machen, vielleicht ein bisschen mehr Beobachtungen machen, mehr Informationen einfließen lassen, ein bisschen dynamischer das Ganze können betrachten. Aber nachher ist es eigentlich nicht viel anspruchsvoller, als herkömmlich das zu machen. Die grösste Herausforderung ist wahrscheinlich mit der Nachhaltigkeit, vor allem im biologischen Rebbau, dass dort die Erträge schon ein bisschen tiefer sind als im konventionellen und durch das auch höhere Produktionskosten entstehen. Der grösste Unterschied bei biologischen Produkten und biologischer Landwirtschaft ist dort, dass dort die synthetischen Pflanzenschutzmittel kategorisch verboten sind, während bei IP Suisse die mit Massnahmen eingesetzt werden dürfen. Wir haben die ersten Weine im Regal. Die sind seit ein paar Wochen verfügbar und wir sind jetzt kontinuierlich am Einphasen. Aufgrund dieser schlechten Ernte ist das Ganze natürlich in die Kinder geschoben worden. Und interessanterweise haben wir in diesem Programm gewisse Rebbauern gehabt, die haben eigentlich eine relativ gute Ernte gehabt. Da hat man gesehen, da ist vielleicht auch schon ein Rebberg, der ein bisschen robuster ist zum Zug gekommen, der nicht so viel Pflanzenschutzmittel braucht, sondern sich selber ein bisschen mehr wehren kann gegen den Krankheitsdruck, der in der Rebe herrscht. Ein Konsument, der gerne ein Produkt kauft, das aus etwas nachhaltigerem Anbau kommt, hat mit dem IP Suisse wie eine sehr gute Alternative zum konventionellen Sortiment und ohne größere Abstriche, die er sonst machen müsste.